Hallo. Hallo? Ich bin. Ist das anonym? Weil ich habe das noch nie gemacht. Ich bin evangelisch, aber wir haben immer Kirchensteuer bezahlt. Ich habe ein Problem. Und hatte die Idee, Sie könnten das vielleicht übermitteln. Ich möchte erst mal klarstellen, dass ich nichts falsch gemacht habe. Ich möchte nur was fragen. Also, ich gebe zu, dass ich hin und wieder etwas zu zögerlich war, zu viel gewartet habe. Und jetzt bin ich so alt geworden, dass ich gar nicht mehr weiß, was ich eigentlich will. Es ging uns sehr gut, also, aber ich hatte die Idee, dass unser Leben vielleicht jetzt nach Pauls Pensionierung, Paul ist mein Mann, dass also unser Leben vielleicht jetzt richtig losgeht. Und jetzt wird mein Leben immer weniger und nicht. Also gut, jetzt die Frage. Jetzt die Frage. Warum soll ich verschwinden, wenn ich gar nicht da war? Charlotte, Ihr Mann wartet an der Information auf Sie. Spinnst du? Spinnst du? Die Reaktionszeit ist doch viel zu lang. Stell dir mal vor, es würde brennen. Es brennt aber nicht. Und? Wie geht's euch so? Gut. Jo, ich habe ein Geschenk für dich. Eine Reise. Insel, du kannst nicht mal schwimmen. Das hättest du mit mir absprechen müssen. Alex? Charlotte ist weg. Jo auch. Was machst du denn hier? Und du? Es folgt die Geschichte von meinem Verstand, wie Hallo? Er mir abhanden kam und wie ich ihn dann wiederfand. Sie wissen, warum wir sie anhalten? Ist Rücklicht kaputt? Hauchen Sie mich mal an. Ich verlor den Verstand an einem Sommer. Hallo? Jetzt war Ihnen ein älterer, schlechtgelaunter Mann. Was siehst denn du in der Wolke? Eine Möwe. Und wo sind die Flügel? Ist eine sitzende Möwe. Der Kopf? Die hat sie unterm Flügel vergraben. Ich muss mal was besprechen. Warum soll ich verschwinden, wenn ich gar nicht da war? Hallo, Charlotte? Bist du nicht ein bisschen zu alt dafür? Sie hätten sich nie begegnen dürfen. Ich kann schwimmen! Wer für mich bestimmt ist und wer nicht, bestimme immer noch ich. Warum hast du dich damals in sie verliebt? Es hat mich einfach umgehauen. Haben wir es noch weit? Sehr weit.